Schon lange haben sich der vierjährige Max und sein Vater Erik aufs Schmalspurbahnfestival gefreut. Die beiden sind Fans von alten Zügen. Und der, mit dem sie heute unterwegs sind, ist schon über 100 Jahre alt. Wir sind ja damit aufgewachsen. Also wir sind ja schon selbst mit den Eltern damals viel gefahren, zu DDR-Zeiten, also früher halt, in der Jugend. Und da versuchen wir nur, den Nachwuchs halt weiterzugeben, inklusive der Technik halt. Ne? Wenn der Eisenbahn die 4K fährt, ne? Was Besonderes. Die 4K-Lokomotive, Baujahr 1908, ist ein Gast auf dem Schmalspurbahnfest. Normalerweise dampft sie in Zittau die Berge hinauf, zusammen mit Lokführer Thorsten Bartsch. Er freut sich, dass seine alte Dame nun auch wieder bis nach Kipsdorf fahren kann. Das ist eine große Sache. Also ich habe Mai 2002 bin ich das letzte Mal mit dem Zug hier oben gewesen, zum Beispiel. Und jetzt ist das natürlich eine, dass man es noch erleben darf, dass man mit dem Zug wieder hier hochfährt nach 15 Jahren. Das ist schon eine tolle Sache. Unter den tausenden Zuggästen an diesem Wochenende sind viele, die die neue alte Strecke wiedersehen wollen. Weil es eigentlich schön ist, dass die Bahn wieder ein bisschen hochfährt. Das ist eigentlich das Ganze. Das ganze Flair alleine schon mit der ganzen alten Technik, und das ist schon was Besonderes. Jetzt einfach mal die alte Zeit wieder zurückgeholt. Die Strecke, man weiß ja, wie sie vorher ausgesehen hat. Wir sind die manchmal abgelaufen per Fuß und es war alles zerstört. Und jetzt ist alles wieder so schön aufgebaut. Es ist hochemotional. Ja, super. Kann man sagen. Ganz klasse. Die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft hofft mit dem längeren Streckenangebot nun auch auf mehr Gäste für das Erzgebirge. Es ist natürlich wichtig für die Region, dass hier endlich ein Zug wieder bis Kipsdorf fährt, weil das obere Erzgebirge, hier das Osterzgebirge, ist ein bisschen abgebunden vom Tourismus. Wenn nicht gefeiert wird wie heute, fährt die Weißeritztalbahn zweimal täglich bis Kipsdorf. Einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag.